Moin, mein Otto Lothar, da Otto, warum bin ich so unfassbar viel größer als du? Das müssen wir mal eben ändern. So. Alles klar, jetzt müssten wir ungefähr gleich groß. Ich ziehe mal eben. Ja, das passt ungefähr. So. Ich bin nur hier, weil ich mich da selber einmal verdecken muss. So. Dies ist nämlich, wie es euch auffällt, nachsynchronisiert. Das ist noch eine alte Bandicam-Aufnahme, wo mein Mikrofon nicht aufgenommen wurde. Und deswegen gucken wir uns das jetzt in doppelter Geschwindigkeit an und labern kurz was dazu. Ich weiß, wir waren, das war der Punkt nach den drei Inseln. Also wir sind quasi unten durchgeschwommen und hier und da und hast dich gesehen. Und wir fangen jetzt gerade an. So. Wie schnell du bist. Das ist richtig. Das war auch das allererste Mal übrigens, dass du Ton gehört hast. Ist das so? War das die erste? Das war die erste, wo wir den Bug entdeckt haben. Klack, 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 klack. Aber mehr will ich dazu gar nicht spoilern. Richtig. So. Wobei, jetzt ist der Ton vom Spiel aber auch in doppelter Geschwindigkeit, weil jetzt höre ich ihn gerade nicht. Ich habe den Ton ausgemacht, weil man hört ja quasi dich nebenbei noch reden. Aus der Aufnahme. Ja. Deswegen habe ich das, ich spiele da nachher quasi jetzt für unsere Zuschauer das Indie-Theme drüber. Ja, gut, okay. Und dann ist das gut. Aber dann kommen die in dieser Folge ja gar nicht in den Genuss von. Klack, 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 klack. Da war das noch nicht. Da war das noch nicht. Was? Nein, 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 das war das noch nicht. Das war, nachdem wir, ich glaube, entweder in der Nähe, also die Folge danach, oder die Folge danach war das. Danach kommen wir in den Genuss von klack, 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 klack. Na gut, okay, dann habe ich nichts gesagt, nicht gespoilert und ja. 40.000. Aber was hast du denn da für eine coole Tasse im Hintergrund? Und warum habe ich dieselbe? Weil wir ja tatsächlich gerade dabei sind, nicht nur ein Corporate Identity, sondern ein Imperium aufzubauen. Richtig. Sind quasi, ja. Verprofessionalisiert. Richtig. Und ich werde jetzt das erste Mal aus dieser Tasse trinken, und zwar Hafer-Schokoliebe, weil Laktoseintoleranz. Gegen was bist du eigentlich nicht allergisch, du? Ja, Digga, hör mir auf. Hör mir auf. So. Als ich ihn heute Morgen probiert habe, schmeckte er komisch, aber es liegt vielleicht daran, weil er schon tagalt ist. Jetzt aus dieser Tasse einfach nur noch köstlich. Lass es mich probieren. Wer so eine Tasse haben möchte, keine Ahnung, noch kann man die nicht ordern. Vielleicht irgendwann. Jetzt betonen auch vielleicht. Geil. Irgendwann. Oh. Das ist das erste Mal, dass ich aus einer Tasse trinke, wo ich selber drauf bin. Oder wo mein Name draufsteht. Aus solch einer Tasse. Und tatsächlich könntet ihr eure Namen auch drauf haben. Vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann. Also ich bin ja schon ein Rätselmeister, wenn ich mir das hier so angucke, ne? Ja, das stimmt. Bei mir ist das hart verpixelt. Warum? Das liegt daran, weil das eine, weil wir ja gerade über, ich übertrage dir das ja über Discord. Und ich glaube, Discord kommt einfach mit der Renderung nicht so schnell hinterher. Okay. Gerade weil es doppelte Geschwindigkeit ist. Ich könnte jetzt Plus drücken, aber damit mache ich, glaube ich, Aufnahmepause oder so. Deswegen lasse ich das lieber. Dann ja nur noch schnellere Geschwindigkeit. Ja, oder Minus. Aber Minus ist, glaube ich, auch irgendeins von beiden. Ich glaube, Minus war Pause und Plus war Fortsetzen. Irgendwie so. Ich habe da immer schon tatsächlich einfach Aufnahme Start und Stopp gehabt auf Minus. Ne, das ist bei mir, Aufnahme starten ist geteilt und Aufnahme beenden ist mal. Das ist aber auch schlauer, weil du die, ich sag mal, wesentlich seltener verwendest, glaube ich. Richtig. Dieses Plus und Minus wirst du ja wahrscheinlich auch in x anderen Programmen haben, zum lauter und leiser vielleicht machen oder ja. Schneller und langsamer. Ja. Der gefühlt wahllos ins Wasser schießt. So. Jetzt muss ich mal überlegen. Also der Plan ist, also der Plan war in der Folge, dass wir das Tor, was ich gerade gesehen habe, das Tor aufzumachen. So, genau. Und wir müssen zu diesem Boot quasi, weil dort der Schlüssel, glaube ich, drauf war. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich bin ja schon froh, da ich ja dieses Spiel einmal mit dem netten Herrn zu meiner. Oh, was mir gerade einfällt. Ich kann das ja mal eben on fly machen. Wenn ich auf dieser Seite nicht bin, muss ich transformieren. Vertikal. Nein! Jetzt habe ich mich vertikal gespiegelt. Ich wollte mich horizontal spiegeln. Ah! Darf sie uns angucken?
Ja, richtig. Geiler Typ. That's the play. Das ist sehr stark. Oh, jetzt ja, so. Also der Typ zu dieser Seite, es stimmt übrigens auch, weil du original bei mir auch auf dem Bildschirm bist. Wir haben das ja zusammen schon einmal durchgespielt. Und ich habe, aber das war ja so ein Run, wo ich dann wirklich komplett nach Komplettlösung gegangen bin. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ach ja, genau, Peitsche. Es war gar nicht so schlimm, dass ich das gemacht habe. Weil jetzt, dadurch, dass wir über Komplettlösung gegangen sind, habe ich dann doch mehr behalten, als ich dachte. Ja, das ist immer so. Ich sag mal, Teile davon bleiben immer hängen. Natürlich wird es längst nicht alles sein, aber jedes Mal durchzocken und jedes Mal nach so einer Lösung gehen, fördert das, dass man sich die Levels mehr einbringt. Richtig. Also es werden noch Levels kommen, wo ich oh, mir graut's schon. Das Jeep-Labyrinth, ha, die Pyramiden, ha. Aber insbesondere das Jeep-Labyrinth ist halt echt fies, weil das halt wirklich, wenn du den Weg nicht kennst, nicht auswendig diese Birne, das ist halt einfach verzweigt, verwirrend und schwer. Richtig. Also das Spiel im Allgemeinen ist ja verzweigt und hirrt und schwer. Und dazu, die Frage ist, wie hilfreich die Karte da ist, weißt du, die Jeep-Labyrinth insbesondere, die selten nutzen, muss man ganz ehrlich sagen. Richtig. Aber ich habe sie jetzt, also, wann war das denn? Das war, glaube ich, in der Folge, die danach kommt. Ja, stimmt, in der letzten Aufnahmesession, wo wir über die Karte den anderen Weg gesucht haben. Zum Beispiel, oder wie heißt der Kack noch? Bei dem Floß. Ja. Da war sie auch sehr, sehr hilfreich. Ja, ich boxe mich gerade mit Hain. Bei den 2-1, es ist Indiana egal. Richtig. Der Hain fliegt, wie man sieht. Im Prinzip ist das Spiel ja, also das klingt jetzt blöd, aber wie Dark Souls, nur ohne diese arschharten Gegner. Aber du hast halt ein offenes Level und weißt halt nicht wohin. Ja, die Gegnerlandschaft fehlt, aber ansonsten ist es tatsächlich vergleichbar. Ja. Ich würde nicht mal sagen ähnlich, natürlich nie im Leben gleich, aber vergleichbar. Ja. Ach ja. Ich glaube auch, dass Dark Souls bzw. From Software sich da viel abgeguckt hat. Mhm. Aber es ist kein From. So, da haben wir den Schlüssel. Da geht's. Richtig. Ich glaube, wir starten gleich ein neues Level, deswegen ist ja. Oder sind wir schon? Oh, wir sind schon fast durch. Huch. Ja, doppelte Geschwindigkeit ist doppelte Geschwindigkeit, mein Freund. Ja, das ist richtig. Wir nehmen seit 7 Minuten auf. Das heißt, wir werden es dann wahrscheinlich so machen, dass, wenn dieser Part online kommt, kommt direkt der nächste auch hinterher, dass ich direkt 2 mache, weil das ist ja lächerlich. Das ist auf jeden Fall dann schon, ja, das stimmt. Mhm. Und dann ist es, glaube ich, auch die nächste Aufnahme noch, also das wäre jetzt Part 12? Nee, Part 11 ist das. Part 12 ist, glaube ich, der letzte, den wir mit Bandicam aufgenommen haben dann. Weißt du besser als ich, da bin ich so drauf geachtet. Und das hier ist übrigens auch die letzte Aufnahmesession mit diesem wunderschönen Ding hier. Da haben wir mir ein neues bestellt. Jetzt nochmal für mich und für Bill, du hast wahrscheinlich schon erwähnt, aber die Spinne und sowas, die du dann noch hast, die passen auch noch? Oder die passen nicht, nein. Die passen leider nicht. Weil das wirklich so, das ist, ja, das ist halt viel, das ist halt so, das sieht halt aus wie ein Handy, basically. Nur halt, als würdest du so, das Handy hier so 5-6 Mal hintereinander legen. So, und da. Ist ja klar, ne? Was? Achso, du siehst es nicht. Ja, die Zuschauer sehen das. Aber nimm dein Handy und leg das 5-6 Mal hintereinander. So. Und das Problem ist, es ist ja natürlich neu. Also, ne, eigene Spinne und eigenes dies, eigenes das, eigener Popschutz. Aber ich habe sowieso vor, das dann so zu machen, dass ich das auf dem Tisch place. Quasi direkt vor mir. Und dann habe ich mir so Verlängerungsstangen geholt, dass ich das ein bisschen höher machen kann. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann ich es aber auch mit den Stangen an meinen Arm machen. Nur dann ist das, zeigt es nicht auf mich, sondern seitlich an mir vorbei. Da muss ich dann irgendwie noch einen Weg finden, wie ich das mache. Das hat auch diese Nierencharakteristik, also dass es schon so zu dir neigen muss, dass du in eine bestimmte Richtung reinguckst, oder ist es dem egal? Nee, das hat diese Nierencharakteristik. Also du musst von vorne reinsprechen, sonst ist es kacke. Ja. Aber ich sag mal so, ich habe mir jetzt die Spinne nicht dazu geholt, weil das wären, glaube ich, nochmal 40 € gewesen oder so.
Das wird dann. Wieder ein Kohle ist, ne? Ja. Das wird dann. Ich meine, der Popschuss hat fucking nochmal 20 gekostet, ne? Wo ich mir so denke, so, Alter, diese ollen Verlängerungsröhrchen, Stäbe, Gedönsdinger, haben 10 Euro gekostet. So, wo ich mir so denke, so, Alter. Ja, aber gut. Gut Marge mit diesen Zusatzartikeln dazu, ja, ne? Das ist echt krass, wenn man sich das mal so gegen das eigentliche Hardware-Stück gegenrechnet. Richtig. So, wir sind fertig. Das war's. So. Deswegen sage ich an dieser Stelle, haut rein, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen.